Grundsätzliche Grundlage, die wir bisher hatten, ist das sogenannte Islamgesetz. Eine Koproduktion von SPÖ und ÖVP, zahnloser geht's nicht mehr. Das ist die Handhabe, die wir bisher haben. Das ist auch der Grund, warum man bei den Moscheen zwar das Schloss draufhängen kann, aber es am nächsten Tag dann wieder weg ist. Das haben Sie zu verantworten von der SPÖ mit der ÖVP. Damals ist es so gewesen, und das sagt uns der eigene Verfassungsschutz, dass ich in den Gesetzgebungsprozess als Berater in beratender Funktion sogar die Islamisten eingeschlichen haben und sie dort ihre eigenen Hintertürlen legistisch hineinkonstruiert haben. Das, was wir haben wollen, ist ein Gesetz gegen den politischen Islam, ähnlich wie das Verbotsgesetz. Naja, aber wer war der Zögerer? Der Herr Justizminister war der Zögerer, so wie in allen Bereichen, wo man versucht, die Gangart zu verschärfen. Das wäre eine Möglichkeit, die Hassprediger aus dem Verkehr zu ziehen. Und dann kommt noch etwas dazu. Jetzt sind wir alle gegen den politischen Islam. Gleichzeitig wollen sie aber den, vor allem auch den Verfassungsschutz und dem Kriminalamt und den Institutionen, die es dafür braucht, die Instrumentarien nicht an die Hand geben. Da reden sie dann etwas vom Überwachungsschutz. Staat daher, wie soll denn die Polizei diese Szene beobachten, wenn man nicht gleichzeitig auch das entsprechende Überwachungsinstrumentarium an der Hand hat? Das passt auch nicht zusammen, das wie Sie da argumentieren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann mit dem Außerlandesbringen. Ich habe mir da durchaus etwas überlegt und ich sage das heute auch das erste Mal. Wir haben in meiner Ministerverantwortung auch einen Vertrag mit Serbien zustande gebracht, wo wir Leute, die in Österreich einen negativen Bescheid haben, die das Land verlassen müssen, aber nicht von ihren Ländern zurückgenommen werden, dann in ein anderes Land, ist gleich Serbien bringen, damit es nur einen Unterschied macht, ob jemand rechtskräftig hier aufhältig sein darf oder eben nicht. Wir haben versucht, an allen Schrauben zu drehen. Diejenigen, die alles versucht haben zu torpedieren, die sitzen mir jetzt gegenüber und reden gescheit daher. So. Ja,